Hallo, ich bin die Freunde Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde X4 Foundations. Ja, nach einer Woche Pause und mit der neuen Aufnahmesoftware. Ich hoffe mal, dass man jetzt nicht die Einblendungen sieht. Eigentlich habe ich so eingestellt, dass man nicht die Einblendungen oben links sieht. Außer jetzt die FPS von Steam aus. Was zum Geier ist denn hier los? Lass mich mal kurz da sitzen. Hallo. Hallo. Ah, ich sehe es. Ich sehe, was da los ist. Ah. Und ich habe jetzt schon Angst über die Dateigröße, die die neue Aufnahmesoftware hier macht. Auftrag ausgeführt. Schwarmwächter. Ui. Denn die neue Aufnahmesoftware, die ich nutze, ist Dextory. Mit viel Glück ist damit unser Ruckelproblem von oder aus dem Spiel hier verschwunden, zum Großteil. Außer vielleicht beim anderen Abdocken. Also wenn wir Glück haben. Das heißt auch im Bereich. Ups, sowas im Bereich der Map-Nutzung. Mal ein bisschen mehr ferngesteuerte Handel machen können. Denn da brauchen wir halt die Map für und ihr wisst ja, welche Probleme wir bisher mit der Map so hatten. Wir brauchen stärkere Waffen. Wurde ich ja schon oft genug in den Kommentaren drauf angesprochen. Anderes Schiff mit stärkeren Waffen. Zack. So. Hui. Was zum Geier ist hier los? Das Xenon. Auftrag ausgeführt. Das Marauder. Das Überfallkommando Karg. Also wir kümmern uns um den da. Ja. So. Jetzt haben wir schon mal die erste Map-Nutzung gemacht. Mal gucken, wie die aussieht. Hä? Ich habe einen Xenon markiert. Container. Warum ist der Xenon? Na egal. M. Ach, das ist doch der ganz weit hinten. Gut. Wie sieht denn unsere Station aus? Also. Okay, diese Überblendungen sind mir gerade ein bisschen zu viel. Unbekannte Station? Ja. Missionen haben wir keine. Info. Gut, ein bisschen angeschlagen ist sie. Ein bisschen angeschlagen ist sie. So, lass mal ganz kurz gucken. Also ich sehe das jetzt leider nicht, weil mit der neuen Aufnahmesoftware habe ich keinen Vorab-Bild, also kein Beobachtungsdisplay. Deswegen, ich ruckel hier mal ganz kurz. Im schlimmsten Fall ruckel ich jetzt hier ein bisschen über die Map rüber. Im besten Fall ruckel ich hier gar nicht. Und es ist alles flüssig. So, ich muss sagen, hier die ignorieren wir einfach alle komplett, weil die interessieren sich gerade auch nicht für uns. Ja gut, den Marauder, um den können wir uns aber kümmern. Der ist mir nämlich da gerade ein bisschen zu doof. Das Schöne ist, ich habe jetzt sogar einen Timer, der mir sagt, bei wie vielen Minuten wir sind. Das ist schön. Das Blöde ist, nebst dem Timer habe ich jetzt auch eine Anzeige, wie viel Gigabyte die Datei aktuell schon groß ist. Und die Zahl gefällt mir gar nicht. Wir sind bei 5 Minuten und bei 23 Gigabyte, bei 24 Gigabyte. So, wenn wir überlegen wollen, vierfache Zeit, dann bin ich damit knapp 120 Gigabyte gar nicht so verkehrt. Du bist ein Überfall, du bist nicht der Marauder, den ich haben wollte.
Okay, der Kark hat ja geschossen. Der Xenon hat auch geschossen, ne? Auftrag ausgeführt. Aber... aber egal. So, es ist eine reine Testaufnahme. Ich werde bloß eine Folge machen. Erstmal. Die kommt ja dann am Montag. Und... Container. Ah, Interface nehmen wir auch. Dann mal gucken, wie Dienstag, weil ein anderes Problem in Anführungsstrichen ist ja, dass wenn ich Kestrel Angreifer. Okay, der Kestrel fiel das immer noch da, also kam auch kein Patch raus in letzter Zeit. Das Problem ist natürlich, dass ich renne ja mit Magics und wenn man die Datei dann in Magics reinzieht, kann man sie ganz normal öffnen, ganz normal Video von Tonspur trennen. Auftrag ausgeführt. Aber da ich ja mehrere Tonspuren nutze und jetzt hoffentlich auch mehrere Tonspuren nutze, das sehe ich leider nicht. Ist das Problem, dass ich dann, wenn ich die Tonspuren auseinandernehme in Magics, also untereinander trenne, dass dann die ganze Videodatei von vorne bis hinten durchgekämmt wird. Und da ist natürlich der Nachteil, wenn die Datei so elendig riesig ist, dauert das länger. Jäger. Okay. Angreifer. Spielen die gerade miteinander? Kestrel, Angreifer. Ja, die spielen gerade miteinander. Gut. Auftrag ausgeführt. Dann sollen die miteinander spielen? Container. Sollen die miteinander spielen? Ich werde dich auslöschen. Lalalalalala. So. Ich würde mal sagen, wir ignorieren mal jetzt den ganzen Blubberquatsch hier. Ich gehe mal davon aus, die Stations- oder die Sektorenwache, die hier rumfliegt. Ja, ich sage hier, die haben Spaß miteinander. Sollen sie Spaß miteinander haben? Raumfliegen, Eier. Ja, hier, die haben Spaß miteinander. Ja, fordere du mal. Ist mir egal. Unsere Jungs sind Auftrag ausgeführt. Beschäftigt, soweit. Fordere umgehend Verstärkung an. Die Miner sind dabei. Das ist alles dabei. Das ist prima. Oh, der Peter K. ist hier unterwegs. So, ich suche aber einen anderen Punkt. Genau, da will ich nämlich hin. Zack. Und darum kümmere ich mich heute mal. Ein bisschen erkunden, ein bisschen rumfliegen, ein bisschen alles machen. Weil, wie gesagt, ich warte jetzt erstmal nur diese Folge ein bisschen ab. Das ist quasi so mit die Testaufnahme, um halt zu gucken, wie groß werden die Dateien im Endeffekt und wie gut kommt Magics mit der Datei, also mit der Rohdatei, denn klar. Auftrag ausgeführt. Das Problem ist halt, dass OBS nimmt ja direkt in MP4 auf, also in MP4 Dateien. Das ist auch die Größe, die ich normalerweise rendere. Warum für die Eier? Asteroid. Das nehmen wir mit. Und da ist meines Glaubens nach, haben wir da sowieso einen kleinen Qualitätsverlust, weil wenn ich MPEG-4, also eine komprimierte Datei nehme und sie dann noch einmal in eine komprimierte Datei zusammenpacke. Ah, guck mal, wer schon wieder da ist. Auftrag ausgeführt. Dann müsste es eigentlich einen Qualitätsverlust geben. Eigentlich. So. DxTory mit der Software, mit der ich jetzt aufnehme, nimmt aber in AVI-Format auf, also das, was früher, wo ich noch Fraps genutzt habe, auch Fraps gemacht hat. Im AVI-Format. Und das bedeutet, dass die Dateien halt so elendig riesig werden, weil sie im Prinzip Pixel für Pixel 1:1 übernehmen und aufnehmen. Und das ist halt das, was dafür sorgt, dass die Dateien so riesig sind, was auch dafür sorgen wird, dass die fertige Datei dann am Ende auch
groß sein wird. Denn wenn eine Datei komprimiert wird, egal von welchem Format in welchem Format, gibt das Format, in das man komprimiert, ja nicht vor, dass jetzt eine Datei auf so und so viel Gigabyte, also auf die und die Größe komprimiert wird, sondern um so und so viel Prozent verringert wird. Wenn jetzt also die Rohdatei, sagen wir mal die Ursprungsdatei, die ich habe, 100 Gigabyte groß ist und man um 75% komprimiert, aufgrund des Datenformates, was man bei der, in das man komprimiert, ist also die neue Datei 25 GB groß. Wenn jetzt aber die ursprüngliche Datei, da knallt es, 10 GB groß ist, Befehle. Ist die neue Datei dann nur noch 2,5 GB groß. Ne, Moment, das wollen wir gar nicht hin. Da wollen wir gar nicht hin. Und was, und was bist du? Du bist ein P. Aber, durch das Tor wollen wir gar nicht, oder? Sie werden liquidiert. Das doch, wollen wir. Sieht auf der Karte so komisch aus. Ich weiß, wie verschoben wäre. Ne? Und dementsprechend die ursprüngliche Datei, die ich ja mit OBS nochmal aufnehme, die waren so im Schnitt, lasse 10 GB groß gewesen sein. Also es war so wirklich so knappe 10, 12 GB waren die groß, eine Folge, und sind halt dann auf knappe 2 bis 3 GB runtergeschmolzen. Das heißt, die neuen Dateien werden mal eben 10 Mal so groß sein, wenn sie fertig sind. Und da ist, glaube ich, das Problem. Wenn die 10 Mal so groß sind, also mal eben 30 GB im schlimmsten Fall, oder 40 GB nach der Komprimierung meinetwegen, dann dauert das, also erstens, das Komprimieren an sich wird länger dauern, also von der AVI-Datei in der MPEG-4. Das wird ewig dauern. Und dann muss die Datei auch noch hochgeladen werden. Und je größer eine Datei ist, desto länger braucht man natürlich beim Upload. Das Gute daran ist, dass ich letzte Woche, ja, so für euch letzte Woche, ein Gespräch mit Unity Media hatte und wir ein bisschen was an meinem Internetanschluss geändert haben. Wir haben zum Beispiel das, was wir eigentlich nicht mehr nutzen, das große TV-Paket rausgeschmissen, das All-Star-Paket. Das haben wir uns ja damals eigentlich nur geholt, um auf Sport 1 US Football zu gucken. Da das aber im Free-TV kommt, beziehungsweise jetzt mittlerweile im Free-TV, beziehungsweise wir es sowieso noch über den NFL Game Pass gucken, brauchen wir das gar nicht mehr. Das All-Star-Paket für Sport 1 US, das haben wir damals in, gab, weil da nur in HD gab. Zum einen. Und zum anderen schauen wir sowieso zu wenig Fernsehen dafür. Ich meine, gut, die Formel 1 ist noch so ein Programm, was ich noch im Fernsehen schaue. Ansonsten läuft kein Fernsehen bei uns. In dem Sinne. Mal, wenn meine Mutter zu Besuch ist, ja, dann guckt die hier ihr Bauer sucht Frau und bla Blödsinn. Aber das Fernsehprogramm an sich brauchen wir, dafür braucht man das All-Star-Paket nicht. Dadurch haben wir erstmal den Preis komplett um 10 Euro gesenkt beim Internetanschluss. Also komplett, weil Internet, TV, Telefon, das alles zusammen, Kabelanschlussgebühr inklusive, also das Ganze zusammen lag bei 10 Euro billiger. Und zusätzlich habe ich die Upload-Speed, also die Geschwindigkeit, mit der ich hochlade, von 10, die ich laut Vertrag habe, aber im Schnitt waren die immer so 15, 16, auf 30 erhöht. Also laut Vertrag verdreifacht für 3 Euro mehr im Monat. Also, denn unterm Strich haben wir trotzdem 10 Euro gespart. Da haben wir sogar 13 Euro gespart und 3 Euro mehr für das neue Internet, für den Upload. Das könnte natürlich helfen beim Upload für die Daten. Die Frage ist nur, wie lange dauert das? Also, die Folge im Prinzip entscheidet jetzt, wie lange brauche ich zum Rendern einer Folge und wie lange brauche ich zum Upload einer Folge im neuen Datenformat, weil so bescheuert es klingt, ja, ich bedanke mich immer noch ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass ich diese Software geschenkt bekommen habe von einem von euch. Aber ich muss ja halt auch gucken, wie viel mehr Wartezeit habe ich im Endeffekt durch das Rendern. Wenn jetzt die Datei zum Rendern
ich sag mal, wenn's vorher eine Dreiviertelstunde gedauert hat, eine Folge, jetzt aber knapp 3 Stunden oder 2,5 Stunden braucht zum Rendern für eine Episode, müsst ihr euch ja mal durchrechnen, wie lange wird es dauern. Zu viel gequatscht. Wie lange wird es dauern, um. Um dann eben 6 Folgen zu rendern. Ja, vorher waren es 6 mal 45 Minuten, wenn es jetzt 6 mal 2,5 Stunden sind, dann sind wir ja bei 15 Stunden rendern nur für diese 3 Folgen. Für diese 6 Folgen. Und das ist dann halt, diese Verhältnismäßigkeit muss ja auch gewahrt bleiben. Was haben wir da? Raumfliegeneier und Raumfliegeneier. Wie viel? 2 und, na, brauchen wir nicht. Und da ist halt so das kleinere Problem. Wenn das halt 15 Stunden braucht, muss man mal überlegen, okay, ich nehme das jetzt auf. Wie lange braucht jetzt die Kreuzbeitrag zum Einlesen von solch einer Datei? Wenn das, sag ich mal, eine Stunde dauert, von einer Folge sind das allein 6 Stunden Einlesezeit, bis Magix die Dateien so fertig hat, wie ich sie will. Das wäre das eine. Zum anderen, wenn ich dann nochmal 15 Stunden brauche, zum Rendern, sag mal, ich mache Montagabend eine Aufnahme, man nimmt mal 6 Folgen auf, dauert halt so 3 Stunden, Pi mal Daumen, ne, 25 Minuten pro Folge, dann kann ich erst am Dienstagvormittag nach dem Aufstehen Magix sagen, ja, aber so viel ist die erste Folge, lest sie mal ein, hier ist die zweite Folge, hier die dritte, hier die vierte, hier die fünfte, hier die sechste. Das sollte jetzt meinetwegen meine 6 sein, seine 6 Stunden, sagen wir mal, ne, wenn ich um 8 anfange. Erreiche System, Tarkas Zusammenbruch. Ist das ein Xenon-System? Das sieht mir nach einem Xenon-System aus. Blaue Nebelblitze. Was sind das für blaue Nebelblitze hier? Okay, wir wissen schon mal, der System. Adäquat Entscheidung. Sektor ist auf jeden Fall nicht safe. Also wenn ich denn hier bei Hochenergiekatalysator, Plasmaleiter, Plasmaleiter, was sind Plasmaleiter? Plasmaleiter sind so große Waren. Ne? Einfache Energie-Dingsbum. Gucken wir mal, ob wir die eingesammelt bekommen. Container. Die sind da unten, okay. Belohnungsverhalten. Ah, okay. Als Repräsentant. Ah, sehr schön. So, jetzt aber zurück auf den Punkt. Wie gesagt, wenn das dann halt ewig dauert, da muss ich halt gucken. Mit der Zeit, wie wir das dann machen. Weil dann ist das ein bisschen mit der Vorproduktion immer ein bisschen blöd. Das sind die Raumfliegeneier, ne? Ja. Darum geht es mir gerade. Was ist denn hier alles los? Sag mal. Stationsmanager gesucht. Rückkehr zur Normalität. Ah, vielleicht ist es das Sprungtor, das ich gesucht habe. Mal gucken. Wie gesagt, da muss man halt schauen, wenn jetzt das dann halt einen ganzen Vormittag oder Mittag dauert, die Folgen dann zu rendern. Wenn das ewig dauert, ich muss ja dennoch nebenbei, also ich habe ja auch andere Projekte am Laufen. Ne? LS muss gemacht werden, Rainbow Six wird auch weitergemacht, denn aber ohne Folgen beim Reed, der muss noch Folgen bei mir, aber mit ihm zusammen, also wir werden das schon noch zusammen spielen. Dann würde ich auch gerne noch andere Projekte machen, also nicht nur diese Projekte, also zumindest ein weiteres Projekt soll noch kommen. Und dann vielleicht auch mal ein paar Sonntagsprojekte endlich mal, aber das muss ja auch alles gerendert werden, das muss auch alles hochgeladen werden, und wenn da X so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist, dann muss ich halt gucken, was ich mache. Ich will aber X nicht aufgeben als Projekt. Habe ich jedenfalls nicht vor. Das ist ja so das Problem. Deaktivieren, dann mal gucken. Kann man dich... Kann man ja mal gucken. So, wo geht's hin?
Wo geht's hier hin? Morgenstern. Erreiche System Morgenstern. System Morningstar. Wem gehört das? Das ist blau. Stationsmanager gesucht, glaube ich. Hochzeitstag meiner Tochter. Nee. Morgenstern 3. Aha. Wir müssen eindeutig noch mehr Sektoren erkunden. Wo ist denn unser Scout? Ach, das hier. Der hat gerade nichts zu tun. Weißt du was, mein lieber Scout? Dann, nehmen wir dich mal. Du fliegst mal dahin. Vergessen wir entfernen. Erkunde. Moment, ist das Shift oder Steuerung? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Steuerung, Rechtsklick. Dahin, dahin, dahin. Dann nach da, 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 da. So, irgendwie fliegst du jetzt hier mal rum und erkundest hier so mal vor dich hin. Zack, 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 dann auch hin. Und wenn du fertig bist, sagst du Bescheid. So, jetzt kann der hier vor sich hin erkunden. Wir gehen mal auf sie, unsere Station, und gucken uns die mal an. Was haben wir hier gerade für eine Mission? Meine Besitzung, da meine Mission, aktuelle Mission. Historische Aufzeichnungen? Nein. Fluchtplan. Den können wir noch machen. Aber den würden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Wenn ich dann mit dem Test hier durch bin. Also Beförderung bei. Den setzen wir mal auf aktiv. Wo müssen wir hin? Erstmal durchs Tor. Gut. Dann durchs Tor. Unser Scout macht ja hier den Rest. Das dauert etwas noch. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass man die Einblendung oben links nicht sieht, außer die FPS-Anzeige von Steam. Denn das sieht ein bisschen blöd aus. Erreiche System. Attic Vars Entscheidung. Ich wollte gerade sagen, hier auf dem Highway. Und dann düsen wir mal Richtung, ich schätze mal Argon Prime. Ist das bei den Argonen, wo wir am Hof gestiegen sind? So denke ich jetzt mal. Ja. Erreiche System Argon Prime. Dann ab dahin. Der Peter K. treibt sich hier noch um. Da lag ich ja mit geschätzten 120 GB gar nicht so verkehrt. Wir sind jetzt bei 24 Minuten und bei 109. Und das ist ja noch nicht so viel passiert. Ich schätze mal, wenn hier ein bisschen mehr los ist auf dem Bild, wird ein bisschen mehr passieren. Aber ich hoffe auch wirklich, dass das Ruckeln nicht mehr so präsent ist. Wir werden es sehen. Guck mal, unsere Schiffe sind auch hier. Ui, stopp! Das hat es ein bisschen geruckelt, auch bei mir. Das ist so vollkommen richtig. Wir sollen da landen. Der landet auch hier. Ach ja, klar, die sollen ja hier die Werften und so weiter versorgen. Aber eigentlich im ganzen Universum, nicht bloß hier bei den Algonen. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, ist ja schön, dass du erfreut bist. So, dann gehen wir da mal hin. Und das Gespräch machen wir in der nächsten Folge.
Da geht's hier auf. Da geht's auf. Hui. Ruckigigi. Okay. So. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ich werde euch dann darüber Kenntnis setzen, wie das hier gelaufen ist mit dem Rendern und so weiter und so fort. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Tschüss.